Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute ist Rezensionenzeit und wenn ihr wissen wollt, wie mir Zimt und Zurück von Dagmar Bach gefallen hat, dann bleibt jetzt gerne dran bei diesem Video. Ich hatte die große Ehre vom Verlag, dass ich den zweiten Teil von Zimt und Weg, also Zimt und Zurück, als Rezensionsexemplar lesen durfte. Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich beim Verlag. Das Ganze ist im Hardcover erschienen, ist der zweite Teil einer Trilogie und kostet neu 16,99 Euro. Ich war vom ersten Band ja megamäßig geflasht. Wenn ihr den noch nicht gelesen habt, dann bitte ich euch an dieser Stelle vielleicht auszuschalten, denn ich habe die Befürchtung oder ich habe die Sorge, dass ich euch nachher irgendwie auf die Geschichte Spoiler und das möchte ich natürlich nicht. Hinter dem i verlinke ich euch die Rezension zum ersten Band und auch in der Infobox, da findet ihr das Buch sowie die Rezension und alles Nötige, was ihr wissen müsst. Also geht da unbedingt vorbei und guckt rein. Ansonsten empfehle ich euch halt, wie gesagt, abzuschalten und für alle anderen, die das schon gelesen haben, den ersten Band, die dürfen jetzt natürlich gerne dranbleiben. In Zimt und Zurück geht es ja um Victoria oder Vicky, wie sie liebevoll genannt wird. Vicky lebt ein ja relativ normales Leben. Sie geht zur Schule, sie muss sich mit den üblichen Teenager-Problemen rumschlagen, denn sie ist 15 Jahre alt und als wäre das nicht alles irgendwie schon anstrengend genug, springt sie seit 3 Jahren, seit sie 12 ist, immer wieder irgendwie weg. Das Ganze beginnt mit dem Geruch von Zimtschnecken und auf einmal befindet sie sich nicht mehr wirklich zu Hause und trotz alledem irgendwie noch in ihrem Leben, aber nicht in ihrem richtigen Leben. Was es damit auf sich hat, das müsst ihr selbst lesen. Auf jeden Fall ist Zimt und Zurück eine total süße Geschichte um ein junges Mädchen, was irgendwie versucht, den normalen Teenager-Alltag zu bewältigen und irgendwie das Leben, ja, zu leben und sich selber zu finden. Und gleichzeitig hat es noch diesen Charakter von Rubinrot und ja, das macht es total besonders und speziell. Mir gefällt es einfach mega gut. Auf jeden Fall war das so beim ersten Band. Ich war sehr gespannt auf den zweiten und habe den zusammen mit der lieben Franzi von Die Bücherseen gelesen. An dieser Stelle grüße ich dich ganz doll, meine Liebe. Ich freue mich immer, was mit Franzi zusammen zu lesen. Wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut gerne mal bei ihr vorbei. Ihr findet ihren Kanal in der Infobox und wenn ich dran denke, auch hier oben in dem i. Und ja. Wir haben es uns so zu Gemüte geführt und Zimt und Zurück lässt sich genauso schnell lesen wie Zimt und Weg. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Der Schreibstil ist toll, es lässt sich flüssig und toll lesen. Es ist ja ein interessantes Setting. Es spielt nämlich in Deutschland, aber Vicky ist nicht wirklich eine... Ja, Vickys Eltern sind ganz speziell, sie sind nämlich nicht mehr zusammen und der Papa kommt eigentlich aus England und von daher ist Vicky doch etwas anders aufgestellt als das typische deutsche Mädchen, würde ich sagen. Ihre Mutter ist genauso herzallerliebst wie sie, genauso wie ihre Tanten. Ich finde einfach, Dagmar hat hier wunderschöne Charaktere erschaffen. Die alle irgendwie so einen Funken von Liebenswürdigkeit mit sich herumtragen, wie ätzend man sie auch findet. Und das macht das Ganze einfach so herzlich, so wunderschön, so angenehm und zu einem richtigen Wohlfühlbuch. Was ich leider sagen muss, ist, dass für mich der zweite Band wenig Neues parat hatte. Es war ein kleines Hin und Her, wo ich so gedacht habe, boah, jetzt komm nochmal zu Potte, Vicky. Also bei aller Liebe, so sympathisch wie ich sie finde, an manchen Stellen hätte ich sie gerne getreten, damit sie mal ein bisschen schneller zurande kommt, weil irgendwie hat der Band für mich nichts Neues parat gehabt. Es kam nicht voran. Es hat lange gedauert, bis mal irgendwie so ein Plot überhaupt in Sicht kam und das hat mich an diesem Band hier leider gestört. Ich schiebe das jetzt mal auf die typischen zweiten Band Aspekte, dass einfach das Finale wieder grandios wird und hier das Ganze so ein bisschen versucht wurde in die Länge zu ziehen. Das fand ich ein bisschen schade, denn das hätte die Geschichte gar nicht nötig gehabt. Vielleicht hätte es ihr gut getan, wenn sie in 2 Bänden abgeschlossen wäre. Ich kann das nur vermuten, weil ich den dritten noch nicht gelesen habe und doch hinterlässt es so diesen Beigeschmack, was ich ein bisschen schade finde, weil ich die Reihe einfach total liebe und total empfehlen kann. Trotz alledem war der zweite so ein bisschen langatmig und das fand ich halt blöd. Ansonsten wieder ein tolles Setting, eine tolle Umsetzung. Wir sind diesmal nicht mit Tori unterwegs, sondern mit Victoria und Vicky. Was genau es damit auf sich hat, müsst ihr selbst lesen. Was ich gut fand, dass es nicht nochmal das Gleiche ist, sondern geändert wurde. Und ja, alles in allem
leider zu langatmig, ansonsten wieder eine gute Geschichte mit sehr viel Humor und Witz und Charme. Und somit habe ich dem Ganzen 4 Sterne gegeben. Ich habe wirklich einen ganzen Stern für diese Langatmigkeit abgezogen, was mir ein bisschen in der Seele geblutet hat. Meine ganze Hoffnung liegt jetzt im letzten und finalen Band der Trilogie. Und dann werde ich euch gerne eine Reihenvorstellung abdrehen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Lust drauf hättet. Ansonsten war es das von mir und dieser Rezension. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn ihr mögt. Dürft ihr mich auch kostenlos abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video, meine Lieben. Bye!